Wir haben hier eine Bruchgleichung und die muss gelöst werden. Und da ist eine klassische Falle und da ist jetzt leider jemand reingetreten. Es ist sinnvoll, also das x muss weg aus dem Nenner und deswegen muss man durchmultiplizieren und das wurde hier gemacht. Ja? Also der wurde multipliziert mit x minus 1 und x plus 1 und das ist alles ganz richtig. Und dann wurde hier hinten auch noch multipliziert mit, genau, mit x Quadrat minus 1, damit da alle x verschwinden und obwohl das ja eigentlich mathematisch nicht falsch ist, führt das hier zu ins Nirvana, also viel zu umständlich. Und der eine Trick, der hier übersehen wurde, ist der dritte Binom. Ja, also a plus b mal a minus b ist a Quadrat minus b Quadrat. Das heißt, an der Stelle x minus 1 mal x plus 1 ist x Quadrat minus 1 Quadrat, also ist x Quadrat minus 1. Das heißt, hier steht x plus 1 mal x minus 1. Das heißt, das da kann man sich sparen. Also es genügt, damit durchzumultiplizieren. Und wenn man das sieht, hat man eine Chance. Und wenn man das nicht sieht, diesen Trick, der immer wieder kommt, Mathelehrer lieben diesen Trick. Also wenn man den Trick sieht, dann geht's. Das ist alles weg. Zack, weg. Vernichten. So. Also wir multiplizieren nur mit dem durch. Und dann haben wir an der Stelle also x plus 1, x minus 1. Wir multiplizieren mit hier mal x minus 1 mal x plus 1. Okay, next. Ich mache es jetzt sehr ausführlich. X minus 1, x plus 1 und wir multiplizieren mit x minus 1 mal x plus 1 und ist gleich, hier habe ich x Quadrat. Und dieses x Quadrat da unten, das ist x plus 1 mal x minus 1. Das war der dritte Binom und ich multipliziere mit x plus 1 mal x minus 1. So, und dann kürzt sich hier der Teil weg, hier kürzt sich der Teil weg und hier kürzt sich alles weg. Und dann passiert das, was ich wollte. Ich habe kein x mehr im Nenner. X plus 1 mal x plus 1 minus x minus 1 mal x minus 1 gleich x Quadrat. Also immer bei so Bruchgleichungen, x muss aus dem Nenner weg. Jetzt die nächste Falle. Also das wäre schön, wenn man hier ein Binom sieht. Das ist jetzt x Quadrat plus 2x plus 1. Und ganz wichtig, hier so eine Klammer machen. Zurück. Großer Trick. Da ist nämlich hier ein Minus. Und das ist gefährlich. Also da kommt man immer durcheinander. Also erst eine Klammer machen. In Ruhe zwei Schritte. Sonst gibt es einen Fehler. Jetzt in Ruhe das in der Klammer machen. Das ist ein Binom. X Quadrat minus 2x plus 1. Und dann erst in der nächsten Zeile sich dann um die Vorzeichen kümmern. So. Zack. Weg, Platz schaffen. Ja, also dann habe ich x Quadrat plus 2x plus 1. Jetzt dreht sich alles um. Minus, hier wird es plus, hier wird es minus, ist x Quadrat. Okay. Wenn man versucht, das in einem Schritt zu machen, also ich vertue mich und die meisten Schüler vertun sich. Und jetzt kann man, ja, jetzt schaut man sich mal in Ruhe das an. X Quadrat, x Quadrat, x Quadrat, die linken fallen weg, dann habe ich hier ein x Quadrat. Dann 2x, 2x gibt 4x. Und 1 minus 1 fällt weg. Ist gleich. Ja. Wieder Platz schaffen. Da. Platz, 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 Platz. So. Eine schöne Aufgabe. Steckt alles Mögliche drin. Jetzt, wenn man ein Quadrat sieht, sollte man Richtung Mitternachtsformel gehen. Das heißt, alles auf eine Seite aufräumen. Ja. Aufräumen. Ausrufezeichen. Man geht in Richtung ax Quadrat plus bx plus c gleich 0. Das ist das Ziel. Das heißt also minus x Quadrat.
minus x Quadrat. Dann habe ich hier, oder man könnte es 4x auch rüberbringen, ist eigentlich schöner. Bringen wir es 4x rüber, dann haben wir nämlich kein, also minus 4x. Dann habe ich 0 gleich x Quadrat minus 4x. Und das kann ich jetzt wieder ganz brav umdrehen. X Quadrat minus 4x quasi plus 0 ist 0. Jetzt habe ich es so schön aufgeräumt, ja, wie ich es hier habe. Gut, wieder Platz schaffen. Hier ist das Ganze. Ah ja, die Aufgabe hat er richtig gehabt. Gott. Man könnte jetzt das lösen mit der Mitternachtsformel, aber immer wenn das C0 ist, ist es schöner und eleganter, es mit Ausklammern zu machen. X mal x minus 4 gleich 0. Ein Produkt ist 0, wenn einer der Faktoren 0 ist. Der erste Faktor ist 0 für x1 gleich 0. Der zweite Faktor ist 0 für x2 gleich 4. Fertig. Das sind die Lösungen. Was wieder die nächste Falle ist, also was ganz schlecht läuft. Wenn einer jetzt hier so dividiert durch x macht, dann kriegt er nämlich x minus 4 gleich 0, x gleich 4. Da läuft der Drucker. Kommen die Arbeitsaufträge. Ja, super. Genau. Fertig. So, und wenn der das macht, vergisst er diese Lösung, dieses x gleich 0. Also niemals hier so dividiert durch x machen. Ihr macht entweder Mitternachtsformel, geht immer, oder ausklammern. Und niemals wegradieren. Da ist da, niemals.